So, einen wunderschönen guten Tag. Heute wird beladen für unseren ersten Rave tatsächlich, namens Dorfgeballer. Guter Name. Bastian auch am Start. Wir haben hier gerade schon einiges geleistet. Der DJ Service Van hat Platz gefunden für die 4 Subwoofer. Tada. Und hier Kombi geht auch ordentlich was rein. Tatsächlich, was brauchen wir noch? Ne, eigentlich alles an Licht drin. Stative haben wir dabei. Hier stehen noch die 2 15er von DB. Neue Nebelmaschine haben wir auch am Start. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie es nachher beim Aufbau aussieht. Haben uns hier tatsächlich noch ein Zelt ausgeliehen. Regen ist angesagt. Nicht so die geilste Nachricht für ein Open-Air-Event, aber wir versuchen das Beste draus zu machen und schauen mal, wie es nachher an der Location aussieht. So, an der Location angekommen. Schon ein bisschen dunkler geworden. Ein Pavillon steht schon mal. Jetzt sind wir an dem Krampf hier dran. Kuppelzelt, Regen, morgen vorsorgen. So. Ich halte mich da mal ein bisschen raus mit dem Aufbau. Ne? Und die machen das eigentlich ganz gut. Nee. Mal gucken. Hoffentlich noch aufgebaut, bevor es gleich nachher anfängt zu regnen. Und dann erstmal einen kleinen Lichttest. Und ein bisschen Akustik testen hier. Ist ein bisschen, könnte ein bisschen hallen. Aber mal schauen, mit dem Sub und den Top-Teilen. Vielleicht erstmal 2 Subs hinstellen, ob es hier halt oder nicht. Mal schauen. Ich habe eine andere Schraube. Sehe ich hier Verzweiflung in euren Gesichtern? Ich kann sagen, machen wir nächstes Backup. Wir sind gar nichts geschissen. Schon ein bisschen vorangekommen. Und dann fällt uns auf, dass die Plane falsch rum auf ist. Also war richtig rum. Ja, halb hier, halb da. Ne? Also schwierig. Schwieriges Thema. Hätten wir mal die Anleitung gelesen. Das auf eine neue halbe Stunde. So, Pavillon steht. War zwar ein Krampf. Haben auch mittlerweile dunkel. Natürlich auch ein Dixie hier, damit der mal in Ruhe kacken gehen kann. Haben hier den ersten Soundcheck gemacht. Jetzt erstmal für heute nur mit 2 Subwoofern. Und den RCF-Top-Teilen, 712er. Und die langen auf jeden Fall für den Innenhof hier. Also das reicht safe. Wir haben jetzt hier den anderen Pavillon noch dran gestellt, damit, wenn es regnet, trotzdem ein paar Leute die Chance haben zu tanzen hier im Trockenen. Ansonsten haben wir noch Regencapes am Start. Die Subwoofer sind die Fame Discovery 18AS DSP. Ja, man muss erstmal aussprechen können. Da stehen nochmal 2 davon drin. Hatten wir gerade eben am Anfang schon, aber heute für 2 erstmal zum Testen. Ballert auf jeden Fall ordentlich hier im Innenhof. Jetzt wird Licht aufgebaut, grob, und dann das erste Mal mit dem Wolfmix live programmiert. Mal schauen. So, Lichter sind schon mal die ersten montiert. Geh mal auf Seite, Digga. Noch ohne Programmierung auf epileptischen Anfall. Trickshot, irgendwo runtergesprungen. Mal gucken. Hinten hängen jetzt noch 2 ADJ, DJ 300, soweit ich weiß. Sind aus dem Verleih und oben mein Laser, CL1000 ist das, glaube ich. Hier unten haben wir noch Moving Heads. Ich stelle jetzt noch auf und niegelnagelneu von Thomann haben wir eine neue Nebelmaschine mit 10 Liter Fluid. Sollte eigentlich reichen. Ein bisschen an der Lichtprogrammierung rumgespielt im Wolfmix. Brauchst du gefühlt einen Studienabschluss für. Katastrophe, wirklich. Also da kann man sich nicht mal eben so in einen Abend reinfuchsen. Allein die Adressierung mit den Channels und sowas einfach nicht so geil erklärt. Ich gehe mal eben ein Stückchen nach hinten. Hier sieht man so das grobe Setup. Unten die 2 Moving Heads. Hinten die Yolz sozusagen als Blinder und ja, als Stroboskop eigentlich gedacht. Hier die Pixelbar Switch Firma. Ja, die neue Nebelmaschine haben wir jetzt erstmal hier hintergestellt.
um den Nebel hier so ein bisschen Zeit zu verteilen. Weil sonst hier draußen mit dem Wind ist das mal ziemlich schnell verflogen. Oh, eine Mieze. Moin. Jetzt ein bisschen Nebel ballern. So, machen wir eben hier Blackout. Dann sieht man den Laser auch ordentlich. Letzte Mal. Genau. So, Blackout wieder aus. Ich sehe alle möglichen Funktionen von Wolfmix-Modus, wo er einfach mal alles durchspielt. Und, ja. Aber da muss man sich auf jeden Fall erstmal reinfuchsen, das ist schon eine Nummer für sich. So, neuer Tag, neues Glück. Wetter ist bescheiden. Gestern, gut, ging es noch bis, lass mich nicht lügen, bis kurz vor zwei, bis wir dann mal fertig waren. Ja, fertig mit dem Programmieren von den Lichtern. Hat einigermaßen geklappt. Soweit alles vorbereitet, Lichter befestigt, dass wir heute einfach alles nur rausstellen müssen. Aber ja, jetzt auf dem Weg zum Lager, da mein DJ-Service-Van abholen. Ich habe mir jetzt gerade eben noch mal ein Mischpult eingepackt und Zubehör. Und dann geht's zur Location. Hoffen, dass wir den Spaß hier trocken aufbauen können. Wie man sieht. Ja, perfekt. Stehe ich natürlich gut hier. Wetter ist bescheiden. Gerade regnet es ausnahmsweise mal nicht. Aber ja, wir schauen gleich mal, wie es aussieht. Und dann melde ich mich noch mal an der Location. Wieder an der Location angekommen. Die Feinis hier, die haben mich schon begrüßt. Ja, hallo. Ja, Zelt steht noch. Eingebrochen. Hier haben wir gestern alles so weggestellt, wie es war. Licht. Kann man den Laser auch nochmal sehen. Laserrot CL1000 und die J300. Das Subwoofer von gestern. Und jetzt kommen auch noch die Nummer 3 und 4 dazu. Und ein paar Monitorboxen. Ja, jetzt wird der ganze Spaß erstmal wieder rausgeschleppt und jetzt wird es langsam Zeit, das hier mal fertig zu bekommen. In 3 Stunden geht es tatsächlich offiziell los. Heißt, jetzt wird sich beeilt. Der Tag der Tage ist da. Vorne ein professioneller Kabeltrommelabroller. So, heute das Setup mit den 4 Subwoofern in Cardioid aufgebaut. Hier hinten haben wir Einfachverglasung. Haben wir gedacht, gegebenenfalls nicht so viel nach hinten drücken. Und nach vorne komprimieren, deswegen Cardioid, die 2 mittleren, dann über das DSP eingestellt. Bei den Top-Teile, die Stative haben wir ja gestern so gelassen, hat man ja im letzten Video schon gesehen. Ja, jetzt teilen wir es auf 3 Stromkreise auf, sodass wir überall so roundabout 2000 Watt drauflaufen haben auf jeden Stromkreis. Dann sollte es auf jeden Fall keine Probleme geben im Peak. Und ja, hier kommen nachher noch der andere Pavillon wieder hin. Noch spielt das Wetter mit tatsächlich, obwohl es heute den ganzen Tag regnen sollte. Aber ja, ich bin positiv bestimmt. Gleich den ersten Soundcheck. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, Aufbauten im vollen Gange. Dixie steht, Bauzäune hier im Absperren. Wo ist die Seitenschnelle? Hier. Hier haben wir schon mal zur Seite hin geschützt, damit hier eine DJ-Box sozusagen keiner reinkommen kann. Hier vorne kommt jetzt noch ein Bauzaun hin, damit hier die 4 Subs stehen, Cardioid. Nebelmaschinen haben wir uns jetzt dafür entschieden, die hier oben drauf zu stellen, die beiden Moving Heads daneben. Ja, jetzt gleich wird noch mal ein bisschen mit dem Wolfmix rumgespielt. Vielleicht ein paar Presets fertig machen, die heute Abend durchlaufen können. Sodass ich hier
in dem Mischpult nicht so viel am Wolfmix rumspielen muss, haben wir jetzt hier noch eine Monitorbox, die halb 8. Kabeltrommeln, fachgerecht abgedeckt. Ja, ich würde mal sagen, er funzt erstmal. Haben dann nachher hier die Möglichkeit durchzulaufen. Aber haben jetzt noch eine Stunde Zeit, ein bisschen am Licht rumzuspielen. Und ja, dann müssen wir einfach mal schauen, wo es das jetzt hinführt. Und wie viele Leute dann tatsächlich kommen bei dem Wetter. Aber es soll tatsächlich nicht mehr regnen nachher ab 19 Uhr. Perfekt. Zeig mal, Mike. Zeig mal. Oh yeah. Sehr stark. Abbauen angesagt. Nach von 13 Uhr bis 6 Uhr haben wir jetzt fast. Kann man sich ja errechnen, wie lange ich jetzt hier war. Jetzt Spaß, jetzt abbauen. Erstmal vorläufig vorläufig hier ins Haus stellen und dann morgen alles auseinandertüdeln und dann ins Auto packen und nach Hause fahren. Dann halt direkt alles vernünftig machen. Aber jetzt erstmal schnellstmöglich nach Hause und absolut ins Bett. War auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung, kann man nichts gegen sagen. Ging gut nach vorne.
Hat Spaß gemacht, aber es ist halt einfach wirklich anstrengend. Sobald du von mittags an aufbauen bist und dann wirklich die ganze Nacht durch, dann nüchtern bleibst und auf dein Setup aufzupassen. Also ist schon heavy. Was man nicht alles dafür macht, ne? Hier vorne sieht man mal das Ausmaß der Katastrophe. Ja, hier steht das Setup noch. Gerade an Kabel einräumen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.